Die Aussichten für die G7 waren schon mal besser. Zum Abschluss des Gipfels auf Schloss Elmau geht es erneut um schwierige Themen, zum Beispiel die drohende Hungersnot in Ostafrika und erneut den Krieg in der Ukraine. Bereits gestern hatten die G7 darüber auch mit 5 Partnerländern beraten. Allerdings konnten sie Indien, den Senegal und Südafrika weiterhin nicht überzeugen, den russischen Angriff offiziell zu verurteilen. Auf den Krieg in der Ukraine blicken wir aus unterschiedlichen Perspektiven, das wissen alle. Gerade deshalb ist es wichtig, dass wir miteinander darüber sprechen. Deutlich harmonischer liefen die Gespräche zum Klimaschutz. Erneut bekannten sich alle Teilnehmer des Gipfels zum 1,5-Grad-Ziel. Vielen Demonstranten reicht das aber nicht. 50 Aktivisten durften gestern etwas näher an das Schloss heran. Allerdings mussten alle ihre Personalien angeben und wurden von der Polizei durchsucht. Das ist eine Farce von einer Veranstaltung, von einer Kundgebung. Gegen die massiven Einschränkungen hatten die Aktivisten ohne Erfolg geklagt. Dass ihr Protest im Schloss gehört wurde, glauben sie nicht. Wir gehen nun weiter direkt zu unserem Korrespondenten in Garmisch-Partenkirchen, Eckart Querner. Der russische Angriffskrieg bestimmt den Gipfel. Nun wollen sich 3 der Schwellenländer, die gestern auf dem Gipfel dabei waren, nach wie vor nicht an den Sanktionen gegen Russland beteiligen. Warum gelingt es der G7 nicht, sie zum Umdenken zu bewirken? Ja, das ist eine ganz schwierige Konstellation und eine schwierige Vorgeschichte, denn zum Beispiel Südafrika war ja hier auch auf dem Gipfel dabei. Südafrika ist einer der Gründungsstaaten der sogenannten BRIC-Staaten. Das sind Schwellenländer, die sich zusammengeschlossen haben, zusammen mit Russland übrigens, um dem Westen so etwas wie Paroli zu bieten in wirtschaftlicher Sicht, in finanzieller Hinsicht. Und Südafrika und Russland zusammen, da passt offensichtlich kein Blatt Papier dazwischen. Indien war ja auch hier der Premierminister und Indien profitiert im Moment vom billigeren russischen Öl. Senegal, ein Staat, der auch hier war, da scheint irgendwie diese russische Propaganda zu verfangen, dass die sehr stark gestiegenen Getreidepreise auf die westlichen Sanktionen zurückzuführen sind. Und Argentinien auch hier vertreten in den Gesprächen mit den G7. Argentinien exportiert sehr viel nach Russland und fürchtet, da wirtschaftlich unter die Räder zu kommen. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat die Staaten der G7 ja doch näher zusammenrücken lassen. Welche Botschaft geht von diesem Gipfel aus? Also die versuchte Außenwirkung, sage ich mal, die ist natürlich, wir zeigen Entschlossenheit, wir zeigen Geschlossenheit, wir vertrauen einander, wir operieren zusammen. In Bezug auf die Ukraine ist ja das Signal ganz deutlich gewesen. Wir helfen der Ukraine so weit und so lange wie nötig. Ein ganz starkes Zeichen der Solidarität. Gestern haben die G7 der Ukraine zugesagt, sie so lange wie nötig zu unterstützen. Geht es da auch um Militärhilfen? Da geht es auch um Militärhilfen, wobei da nicht viel vom Gipfel in Elmau oben nach draußen dringt. Da ist offensichtlich Vertraulichkeit verabredet worden über die Militärhilfen. Ganz klar ist, dass man die Ukraine unterstützen will und dass man sie in die Lage versetzen will, sich selbst verteidigen zu können. Und dafür wird viel getan offensichtlich. Es wird mehr darüber geredet öffentlich, wie die wirtschaftliche Unterstützung der Ukraine ist, das die Rede von 28 bis 30 Milliarden Euro, die nach Kiew fließen sollen. Für den frühen Nachmittag wird dann eine Abschlusserklärung von Kanzler Scholz erwartet. Wie schaut es da mit den Klimazielen aus? Sind die da mit drin? Es gibt schon sozusagen einen veröffentlichten Entwurf eines Ausschnitts, der quasi dieses Thema Klima betrifft. Da heißt es, dass man die Klimaziele verabredet in Paris 2015 erreichen möchte, sprich die Klimaerwärmung auf möglichst 1,5 Grad zu begrenzen. Das Dilemma ist natürlich, um von russischem Gas und fossilen Energien aus Russland wegzukommen, muss man natürlich die regenerativen Energien stärken, aber das geht nicht so schnell und deswegen hat ja Kanzler Scholz und Vizekanzler Habeck angekündigt, zwischenzeitlich peripher auf Kohle als Energieträger
quasi nochmal zurückzuschwenken. Und das ist einfach die Problematik, dass man jetzt übergangsweise wieder auf fossile Energieträger wechseln will. Gleichzeitig sollen aber die Klimaziele tatsächlich erreicht werden. Und woran wird da noch gefeilt in der Abschlusserklärung? Ja, zu hören ist, dass es zum Beispiel ums Thema Ernährungssicherheit geht. Ein Riesenproblem ist ja, wie kommt ukrainisches Getreide, sprich ukrainischer Weizen, aus dem Land. Die Häfen sind durch Russland blockiert im Schwarzen Meer. Es gibt offensichtlich intensive Bemühungen, vor allem der Vereinten Nationen, aber Deutschland spielt da auch eine große Rolle, den Landweg besser zugänglich zu machen. Es ist schwierig, weil auf dem Land nicht in diesen Mengen Getreide, Weizen transportiert werden kann aus der Ukraine wie per Schiff. Der Flussweg, sprich über die Donau, soll Getreide exportiert werden. Aber es sind ganz schwierige Verhandlungen und Kanzler Scholz hat das ja schon gesagt. Die UN sind offensichtlich Tag und Nacht damit beschäftigt, dieses Problem so schnell wie möglich zu lösen, weil die Konsequenzen kennen wir. Die Preise auf dem Weltmarkt für ukrainischen Weizen sind enorm gestiegen. Und das ist ein Grund dafür, warum in der Sahelzone im südlichen Ostafrika, dass es da erhebliche Probleme mit der Weizenversorgung und eben überhaupt mit der Finanzierbarkeit von Weizen gibt.